Ich geh da jetzt rein. Können wir die looten? Sag bloß, man kann die nicht looten. No. Doch, 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 es geht. Es geht, wir können die alle looten. Mutantenrüstung for free. Here we go. Ja, for free war es ja auch nicht, ne? Wir haben ja dafür gekämpft. Steh auf. Okay, die machen wir auf jeden Fall im Nahkampf. Die verschwenden wir sonst viel zu viel Munition für die. Ich stelle mich jetzt mal hier drauf in der Hoffnung. Die sind so ekelhaft. Oh, sind die ekelhaft. Bleib weg. Au, 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 au. Au, fuck. Er ist eine lustige Höhle. Nehmen wir doch die mal. Ist es normal, dass sie so viele sind? Ey, das hast du, glaube ich, gestern schon gefragt, ob ich den Horrorfilm Descent geschaut habe. Oder vorgestern. Ich glaube, ich erinnere mich an eins zu eins die Frage. Und ich habe gesagt, kann sein, aber ich habe es nicht mehr im Kopf, weil Zeitex eher weiß, was die Filme so sind, die wir angeguckt haben, die Horrorfilme. Und dann meintest du, Zeitex war ja gestern da. Und dann habe ich gemeint, wie, der war bei dir, kennt ihr euch? Das war diese Unterhaltung, oder? Google mal nach dem Film und schau Bilder. Ja, machen wir mal, warte. Was wollte ich denn gerade machen? Achso, Heilung. Ich guck jetzt mal. Ich guck mal kurz. Sand. Bilder. Wow. Movie vielleicht. Man findet Küchengeräte. Ah. Ja. Doch. Doch, die kommen hin. Die haben zwar noch viel zu viel Zähne, also ich glaube, haben die Zähne, unsere Viecher? Aber doch, die so eine Mischung aus Gollum und Mensch. Bra. Gut, ich glaube, den Film kenne ich nicht. Holy shit. Sehr empfehlenswerter Film. Mal gucken. Aber nur weiter. Ich mach jetzt mal kurz eine Flare an, damit wir da unten was sehen. Dann nehme ich mir den Bogen. Treffer. Treffer. Kein Treffer. Treffer. Ist so geil, wie die immer mit dem Kopf so ein bisschen zurückschwenken. Kannst du nicht einfach drauf gehen jetzt? Oh! Wir haben einen, wir haben einen, wir haben einen. Der ist down. Derjenige, der sich gedacht hat, Boys, wir brauchen in der Höhle ein paar mehr Monster. Also der hat echt auf jeden Fall durchgespielt in seinem Leben. Wie viel will der denn noch aushalten? Na also. Und jetzt sammeln wir. Jetzt wird gehäutet. Der eine läuft hier zwar noch rum, aber den kriege ich schon auch noch. Oh mein Gott. Sollten die alle auf einmal kommen oder habe ich die einfach nur mit dem Pistolenschuss so hart angelockt? Das kann doch kein normaler Mensch schaffen. Also mit der Explosion, aber anders?
Na. Guck mal, wie viele Mutantenrüstung es hier gibt. Ich freue mich. Du Ratte, du ekelhafte, geh weg. Wo, 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 wo? Hier. Ich nehme mal wieder die Pistole. Ist nicht dein Ernst, noch einer? Chill deine Nuggets, chill deine Finger, Alter. Falsche Richtung, da wollte ich nicht hin. Hier lang. Komm her. Na komm. Na komm. Nein. Die klügsten Viecher sind das zum Glück nicht. Keine Pfeile mehr. Er ist tot, wir haben ihn. Hier wieder Pistole. Er ist ausgewichen. Jetzt aber nicht mehr. Was ist denn das für eine Höhle, Alter? Das ist doch nicht okay. Im Leben nicht. Wie viele hier kommen. Im Leben nicht. Alter. Und es sind jetzt halt auch alle despawned hier. Dass ich die ja nicht looten kann. Oh. Oh, da haben wir die Action. Da hat schon wieder einen erwischt mit einem Paddel. Hier stecken noch lauter Paddel in der Decke. Den können wir noch häuten. Bra. Ich kann nicht mehr tragen. Unheimliche Rüstung. Das bedeutet, wir machen uns jetzt einfach mal eine komplette Rüstung aus Mutanten, oder? Boom, boom. Wir haben eine komplette Mutantenrüstung an, von oben bis unten. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine richtig gute Rüstung ist. Weil im ersten Teil war Mutantenrüstung, glaube ich, die beste im ganzen Spiel. Jetzt müsste ich natürlich die eine wiederfinden, die ich hier gerade gedroppt habe. Na, Bro. Hm. Ja, Mutantenrüstung collected, geil. Ich guck nochmal, ob ich hier wirklich alle geschnibbelt hab. Den hier nicht. Mega gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das legit ist. Wie viele waren das? Das waren doch 20, 25 Gegner. Auf einem Fleck. Brudi. Haben wir den gehäutet? Ja. Hier drin war noch einer, ne? Aber der ist weg. Also entweder ist es so eine richtig krasse Endboss-Höhle. Oder ich habe die wirklich angelockt, indem ich geschossen habe. Und die Höhle ist jetzt clean, weil wir alle hier direkt am Anfang hatten.
Taschenlampe ist fast leer, oder was? Nee. Die sind despawned. Also hier ist auf jeden Fall ein Paddel in der Decke. Wie viel haben wir jetzt noch an Mutantenrüstung auf Reserve? 3. 3 ist auch nochmal viel. Also es ist schon okay. Also ohne die Pistole und ohne die Bombe am Anfang, never. Im Leben nicht. Jetzt will ich hier aber auch was richtig Geiles haben. Die Kettensäge wäre doch angenehm, oder? Da würden wir uns doch alle freuen. Was plumpst denn hier die ganze Zeit? Ich sag jetzt nicht, die Viecher kommen von der Decke, Alter. Dann bin ich aber... Dann bin ich. So, es gibt hier einen Weg nach links und einen nach rechts. Und hier liegt etwas, und zwar toter Fisch. Ah. Kann man den so essen? Oh, der ist roh, ne? Ist das ein Problem? Kann man Fisch roh essen? Scheint zu gehen. Okay. Also man muss hier überleben. Ich weiß auch nicht, was du hast. So, den nehmen wir mit. Ja, jetzt ist die Frage, entweder den Totenköpfen nach oder dem Wasser nach. Wo gehen wir hin? Du hast auch Rationen dabei. Man muss sparsam sein. Totenköpfe. Na dann. Nice. Sonst ist ja hier nichts, oder? Dass ich irgendwas übersehe. Die Schädel hier in dem Schleim. Hier spielt Musik. Ich spiele es zum Glück nicht. Hier spielt Musik. Das macht es ja zum Glück nur ein bisschen gruseliger, als es eh schon ist. Hier geht's nicht weiter. Oh. Das ist schon wie Wasser, aber hier ist Steinboden. Also die Höhlen sind schon anders. Ich sehe schon, wir kommen aus dieser Höhle irgendwann raus und es ist Winter. Also wirklich die Gegner so. Also jetzt hoffentlich nicht mehr so viele. Sollen wir eine Fackel anzünden und ihn damit boxen? Sollen wir das probieren? Lieber nicht, oder? Ich weiß nicht mehr, ob das Spiel pausiert ist. Lol, was tue ich? Ins Knie und dann ins Gesicht. Oh, er hat mir eine Armor weggeschlagen. Komm schon. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss kurz Ausdauer regenerieren. Der ist down. Alter, das ist schon intens. Wir haben ihn. Boah. Ich hatte nämlich schon kurz die Befürchtung, dass wir wieder unbesiegbar sind, dass wir diesen Rüstungsbug haben. Habe ich das schon erzählt in der Aufnahme? Und stimmt, die Creeps haben keine Zähne. Also ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe vorhin. Habe ich? Okay, dann passt. Wenn man das fixen kann. Nice. Bisschen Amor. Amor mio. Heute ihn.
Schneid ihm ein Stück aus der Brust. Boah, das ist noch einer. Aber jetzt geht's eigentlich, wir kommen gut durch. Du bist von Anfang an dabei. Eine Legende wirst du. Oh, es ist ekelhaft, die pulsieren noch so weiter. Hör auf! Achso, die Maske hatte ich ja auch rausgefunden. Das Kreuz. Da habe ich vorhin ein bisschen Schmarrn erzählt. Ein kleines bisschen geschwindelt. Und zwar, das Kreuz ist nicht ganz nutzlos. Es ist zwar schon eher so ein bisschen ein Meme-Gegenstand, aber anscheinend kann das Kreuz gegen diese Kollegen hier abschreckend wirken. Das könnte man mal ausprobieren. Will ich das jetzt machen? Wollen wir das testen? Ich denke schon, oder? Nee? Komm, voll Risiko. Die haben legit Angst davor. Hier. Die fürchten das Kreuz. Wie gut. Es funktioniert. Oh oh, jetzt fürchtet er es nicht mehr. Er fürchtet es nicht mehr. Aber es funktioniert. Ich gehe mal wieder hier auf. Oder soll ich den Schlagstock mal nehmen? Komm, wir nehmen den Schlagstock, was ich rede. Wo ist er? Wo ist er? Dan ist down. Amin. Oh, da kommt schon wieder so ein 12-Finger-Darm, Mann. Komm, box deinen Kollegen. Genau. Ich muss ihn im Knie erwischen. Krieg ihn nicht. Oh, ist das übel. Also wer befürchtet hat, dass wir die Schwierigkeit verringert hätten, der kann jetzt getrost sehen, dass es nicht so ist. Und ruhig sein. Entspannt sein. Oh mein Gott, der Wurf war's, der hat's gerettet. Den will ich jetzt sowas von häuten. Komm, ich zieh ein paar von seinen Fingern raus. Dann eben der Stab, Christi. Hallo. Bin hier für die Fettabsaugung. So, wir kommen auf jeden Fall schon deutlich besser klar als bei unserer ersten Höhlentour. So, jetzt sind wir auf voll, dann machen wir mal wieder diesen hier. Boom, boom, boom. Das war der, ne? Ja. Ja, das ist gut, ey. Boah. Holy shit, aber auch wegen der Rüstung. Hätten wir die Rüstung nicht an, wären wir, glaube ich, schon down gegangen. Die Rüstung ist schon echt viel wert. Aber es gibt auch weibliche von denen, ne? Die haben ja teilweise Brüste. Das hier ist eine weibliche. Eine weibliche Höhlenkreatur. Den haben wir schon gelootet, oder? Ja. Was ist das für eine Höhle? Taschenlampe geht gleich aus, jo. Ich hoffe, ich schaffe ihn noch davor. Ja, habe ich. Oh,
Ja, das ist auch wieder 2 Punkte weggezogen von der Rüstung. Oh. Bin ich fertig. Gut aufgepasst. Also wir zuerst ziehen wir nochmal 2 an. Ich bin am Ende. Puh, also Puls habe ich schon so ein bisschen. Batterie. Boom. Das war's, oder? Ja. Durst haben wir ein bisschen. Soll ich einen Energy Drink reinhauen? Eigentlich schon, oder? Machen wir mal. Naja, wobei, wir trinken einfach mal aus der Flasche. Reicht auch. So. Boah, ist das übel. Also, es ist schon sehr scary. Vor allem diese Viecher schauen halt auch noch so super ekelhaft aus. Macht's nicht besser. Hab ich den schon gehäutet? Hab schon, oder? Vielleicht solltest du dir angewöhnen, wenn du ingame trinkst, einen Schluck in IRL zu nehmen. Oh, das sind schon wieder welche. Was ist denn das? Oh, Brudi. Nee. Wir haben noch 5 Schuss. Mein Auge juckt. Mein Auge juckt ist schlecht. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das bedeutet, dass passiert gleich was Schlimmes. Aber ich nehme jetzt die Pistole, das ist mir egal. Ich bin stuck. Wieso bin ich stuck? Wo bin ich? Sau. Fuck. Also die haben sie doch nicht alle. Wie viele Gegner sind hier? Schön aus dem Hals so ein bisschen raus. So. Wir können nochmal nachladen. Na? Das ist übel. So, 4 Stück müssen wir nochmal looten, dann hätten wir wieder voll. Dann haben wir die komplette Armor einmal an und wir hätten nochmal eine komplette im Rucksack, um uns wieder aufzufüllen. Das wäre geil. Ihn nochmal, dann nochmal 2 Stück. Die liegen eigentlich im Gang, wenn die noch nicht despawned sind. Das bedeutet, wir hätten die Armor voll. Das wäre sick. Komm schon. Den hier. Boom, wir kriegen's hin. Das Schlimmste ist halt, wie dieses Feuchte irgendwie so. Die haben insgesamt so ein richtig ekelhaftes Aussehen. Was ganz Besonderes. So, ihn noch? Jetzt sind wir voll. Das war's. 10 von 10. Wie spät ist es? 16 Uhr. Ja, nicht, dass es jetzt irgendwie eine Information wäre, die mir was gebracht hätte. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier alles geklärt haben. Vor allem, es ist einer von 2 Wegen gewesen, ne? Wir hätten auch dem Wasser folgen können. Hier spielt wieder Musik. Und da liegt einer mit Munition. Betäubungsgewehrmunition. Ich brauche jetzt aber keine... Eine Handgranate. Was hast du da? Was ist das? Medizin. Ich danke dir, Freund. Er wurde hier überrannt, aber er hat mir noch Ressourcen zurückgelassen. Da oben hängt eine Box. Totenköpfe führen immer zu den spaßigen Pfaden. Ah, also Spaß. Hier liegen Schuhe.
Was ist denn das? Man kann sich hier anders verlaufen. Babys. Da sind Babys. Ihr wisst, was das bedeutet, der Abtreibungsstab. Alter, und wie viele. Da war jemand fleißig. Komm schon. Oh, ist das widerlich. Ich lasse mir nicht von dem meine Rüstung kaputt machen. Oh nee. Ja, wo? Wo? Falsche Richtung? Nee. Oh, sind die... Oh, die sind so ekelhaft. Ihr habt mir eine Rüstung kaputt gemacht, der Hund. Oh, dazu die chillige Musik. So, halt, wir brauchen sogar noch eine zweite. Wir haben uns zwei ganze Rüstungen kaputt gemacht. Hat so American Psycho Vibes. Ich hoffe bloß, dass die Musik okay ist, dass wir die spielen. Aber ansonsten ist es tatsächlich ziemlich geil, ne? Und was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich war in der Höhle und hab mit einem langen Speer Babys abgeschlachtet. Die sind echt schlimm, weil man die halt auch so schwer trifft, weil die so klein sind und so beweglich. Der ist down. Ich glaube, einmal springen lassen ist eine gute Idee. So. Weil dann sind sie ein... Ah. Weil dann sind sie ein bisschen ruhiger, müssen erst wieder aufladen, so die Ausdauer. War dumm. Lass, ich erzähle hier was von der Taktik und nutze sie nicht. Ich bin auch der größte Affe. Die Sinn der Musik ist schon anders. Es geht gar nicht, Mann. Da ist noch mehr. Oh. Wo führt diese Höhle hin? Vor allem, wir haben jetzt hier wieder schon eine Abzweigung gehabt, jetzt wo die Musik war. Können wir die häuten? Hidden Enemy, die GEMA. Was ist denn hier? Was ist hier? Was ist da gerade vorbei? Hat er sich selbst aufgehangen hier? Was hängt da denn? Ein Taser? Betäubungsgewehr collected. Wir haben eine neue Waffe. Betäubungsgewehr. Oder halt einfach Taser genannt. Oh yeah. Nice, hat sich gelohnt. Auf sowas habe ich abgezielt. Sowas wollte ich haben. Scheiße, Mann. Der hat sich wahrscheinlich wirklich selber aufgehangen hier. Um es zu beenden. Und hier vor allem in dieser Hand, ne? War der Taser drin. Geil. Ich meine, dann bleibt ja nur noch die Frage, was ist das bitteschön, um Himmels Willen?
Da hilft nur noch eins. Im Namen Jesu Christi. Was ist das? Oh Mann, ey.